Einen wunderschönen Tag oder schönen Abend wünschen wir euch von Deutsch Global. Und wir freuen uns ganz herzlich darüber, dass ihr wieder hier seid. Dieses Mal haben wir wieder ein Video aus der Reihe Goethe-Zertifikat B2 Sprechen Teil 1. Es gibt noch zwei weitere Videos zu dieser Aufgabe, und zwar einmal zum Thema Sprachen lernen und zum Thema grüne Mobilität. In diesem Video geht es um das Thema Tierhaltung im Zoo. Zunächst kurz etwas zur Aufgabe. Ihr sollt einen kurzen Vortrag halten. Der Vortrag soll circa 4 Minuten dauern. Stellt euch vor, ihr nehmt an einem Seminar teil und haltet dort einen Vortrag. Eure Gesprächspartner, Partnerinnen hören zu und stellen euch dann am Ende Fragen. Und ihr sollt den Vortrag in Einleitung, Hauptteil und Schluss strukturieren. Das ist wichtig, dass man das erkennen kann. In der Prüfung. Ihr habt in der Prüfung 15 Minuten Vorbereitungszeit. Den größten Teil dieser Vorbereitungszeit solltet ihr auf den Teil 1, also auf den Vortrag, verwenden. Hier notiert ihr hilfreiche Stichwörter. Also keine kompletten Sätze, nur Stichwörter in Form eines Mindmaps zum Beispiel. Es ist streng verboten, dass man in der Prüfung ganze Sätze vom Blatt abliest. Dann klärt bitte mit eurem Partner oder eurer Partnerin, ob ihr euch duzt oder siezt, also ob ihr du oder sie sagt. Sprecht frei, das habe ich schon gerade gesagt. Und ganz wichtig, fragt nach, wenn ihr etwas nicht versteht. Zum Beispiel, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Was meinst du? Oder wie meinen sie das? Kannst du oder können sie das bitte wiederholen? Wenn ihr Partner oder die Partnerin nicht sagt oder nicht weiter weiß, dann stellt ihr eine Frage. Zum Beispiel, meinst du vielleicht das oder meinen Sie vielleicht das? In der Vorbereitungszeit habt ihr schon das Aufgabenblatt. Also hier zum Beispiel Tierhaltung im Zoo. Die 3 Punkte beschreiben Sie beide Möglichkeiten. Also Tierhaltung im Zoo und Tierhaltung mit Tierhaltung Tiere in freier Wildbahn. Dann nennen Sie Vor- und Nachteile und bewerten Sie diese. Und der 3. Punkt, äußern Sie Ihre persönliche Meinung dazu. Beginnen wir also mit der Einleitung. Das heißt, hier stellt ihr das Thema und die Struktur des Vortrags vor. Zum Beispiel, das Thema meines Vortrags lautet Tierhaltung im Zoo. Als erstes werde ich über verschiedene Arten von Tierhaltung berichten. Danach erkläre ich die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten und zum Schluss äußere ich meine eigene Meinung dazu. Bitte sprecht klar und deutlich. Das heißt, macht euren Mund wirklich auf und merkt, dass ihr hunderte von Muskeln rund um den Mund habt. Denn wenn die Prüfer euch nicht oder schwer verstehen, bekommt ihr sicher Punktabzug. Und nun zu Punkt 1. Beschreiben Sie mehrere Möglichkeiten. Tausende exotische Wildtiere wie Bären und Löwen leben heutzutage in Zoos, die als beliebtes Ausflugsziel für Familien gelten. Dort leben die Tiere nicht in ihrer natürlichen Umgebung, sondern in Käfigen, Freigehegen und Aquarien. In meinem Heimatland in Indien haben wir sowohl Zoos
als auch Safariparks und Naturreservate. In den zuletzt genannten haben die Tiere mehr Freiraum als in den Zoos. Sagt etwas über euer Heimatland, denn dort sprecht ihr automatisch freier, gelöster und deshalb flüssiger. Punkt 2. Nennen Sie Vor- und Nachteile und bewerten Sie diese. Ein Vorteil von Zoos ist sicher, dass man nirgendwo sonst so viele Tiere kennen und verstehen lernen kann wie in einem Zoo. Das gilt besonders für Kinder, die im Zoo ihr Wissen über Tiere anschaulich und spielerisch erweitern können. Ein weiteres wichtiges Argument für Tierhaltung in Zoos ist, dass man dort sehr viele Menschen mit dem Thema Arten- und Naturschutz interessieren kann. In einer Studie habe ich gelesen, dass aktuell viele Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Bei uns in Indien zum Beispiel sind es der Elefant und der rote Panda. Bringt unbedingt Beispiele, das macht den Vortrag lebendiger und interessanter. Für die Umwelt ist es aber wichtig, das ökologische Gleichgewicht zu erhalten. Dazu leisten Zoos einen wichtigen Beitrag. Auf der anderen Seite gibt es auch viele kritische Stimmen, die sagen, dass Zoos in erster Linie wirtschaftliche Interessen haben und auf Kosten der Tiere Geld verdienen. Dazu kommt, dass die Tiere nicht in ihrer natürlichen Umgebung leben, unter dem Leben im Zoo leiden und folglich psychische und physische Krankheiten entwickeln können. Jetzt kommt der dritte Punkt, die persönliche Meinung. Ich persönlich gehe nicht gerne in Zoos, denn mir tun die meisten Tiere dort leid. Sie haben wenig Platz, können sich wenig bewegen und müssen sich den ganzen Tag von den Zoobesuchern anstarren lassen. Auf diese Weise verlieren sie ihre natürlichen Fähigkeiten und Instinkte, denke ich. Es ist auch immer gut, wenn ihr ein oder zwei Vorschläge bringt, wie ihr dieses Thema lösen würdet. Mein Vorschlag wäre, die Zoos zu schließen und den Menschen, besonders den Kindern, die Tiere über Animationen und Filme näher zu bringen. Tiere haben ein Recht auf ihren natürlichen Lebensraum. Im Übrigen sind Zoos für Tiere meiner Meinung nach genauso unnatürlich wie Großstädte für Menschen. Und als letztes natürlich der Schluss. Damit ist mein Referat zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne antworte ich auf noch offene Fragen. So, wenn euch das Video gefallen bzw. beim Deutschlernen geholfen hat, dann hinterlasst bitte einen Daumen hoch. Und wer uns auf Patreon unterstützen möchte, findet die Adresse dazu unter dem Video. Damit bedanken wir uns bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und wer noch eine Frage hat, der schreibt sie bitte in die Kommentare. Wir verabschieden uns ja immer von euch mit einem Tschüss, Baba, auf Wiederlurge, macht's gut, seid herzlich gegrüßt, euer Deutsch-Global-Team.